Herzlich willkommen zu unserer Deutschen Buchpreis-Reihe. Wir sind Lina und Jeffrey und mit unseren Studienkommilitonen des Masters Kulturvermittlung und Übersetzung im germanischen nordischen Raum an der Sorbonne, aka Master Mission, werden wir euch die 6 Bücher der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2020 vorstellen. In der Regel organisieren wir eine Veranstaltung jedes Jahr im Goethe-Institut in Paris, die Anfang Dezember stattfinden. Aber dieses Jahr sollten wir die wegen der Pandemie absagen. Aber wir haben diesen Termin nicht an den Nagel gehängt, sondern ein ganz neues Format erfunden. Und zwar 6 Bücher, 6 Videos, kurz und gut. Und wir fangen heute an mit Christine Wunickes Buch, Die Dame mit der Belmantenhand. Und vielleicht, Lina, kannst du erstmal uns die Autorin vorstellen und auch die Handlung des Buchs erzählen. Ja, aber erstmal würde ich gerne die Goethe-Institute bedanken, die uns die Bücher verschenken hat. Also vielen Dank an der Goethe-Institut. Also die Autorin Christine Wunicke ist in München 1966 geboren und ihre Buch Die Dame mit der bemalten Hand hat dieses Jahr der Wilhelm Raabe Literaturpreis gewonnen. Und bevor Die Dame mit der bemalten Hand befand sie sich zweimal auf die lange Liste des Deutschen Buchpreis mit Der Fuchs und Dr. Shimamura 2015 und Kathi 2017 beim Berenberg Verlag veröffentlicht. Diese Bücher wurden auf Französisch übersetzt bei Stefan Lux, Kathi im Jahr 2018 und Le Renard et le Dr. Shimamura 2019 beim Jacqueline Chambon Verlag. Die Handlung, so worum es geht. Wir sind in Bombay 1764. Elephanta, eine kleine Insel vor der indischen Küste, war nicht auf der Reiseplan unserer zwei Protagonisten. Carsten Nieburg, eine deutsche Mathematiker aus Bremen, sollte eine Expedition nach Arabien teilnehmen, aufgrund seiner Forschungsarbeit, aber Nibur Mitreisenden sind alle an Fieber gestorben und selber krank, reist er nach dem Insel Elephanta. Musa, unser zweiter Protagonist, ist ein persischer Astrolabienbauer aus Jaipur und wollte nach Mekka mit seinem Diener Malik reisen, als ein Wind der Stille sie auf der Insel stranden ließ. Und auf dieser Insel treffen sie sich diese drei Männer aufeinander, die niemals hätten treffen dürfen. Und im Laufe der Geschichte entwickelt sich eine schüchterne Freundschaft zwischen Musa und Carsten Nieburg, obwohl die Sprachbarriere und die unterschiedlichen Kulturen. Ja, und ich würde eigentlich ein bisschen mehr über eine der zwei Hauptfiguren sagen, und zwar Carsten Niebuhr, da Carsten Niebuhr eine historische Figur ist und er ist im Jahr 1733 geboren und im Jahr 1815 gestorben. Er war ein deutscher Mathematiker, Kartograf und Forschungsreisender und er hat in Göttingen studiert. Er hat eigentlich nicht für irgendwelche deutschen Fürst oder König gearbeitet, sondern er war tätig für den dänischen König Frederik V. Und er wurde für die dänische Arabien-Expedition berufen, und zwar eine arabische Reise von Kopenhagen nach Konstantinopel. Und er galt als Aufklärer, der einen unbefangenen Blick auf dem Orient war. Und seine Reise bringt ihn nach der arabischen Insel, zum Persischen Golf und weiter noch in Indien. Und eigentlich
um euch ein bisschen noch besser in diese orientalische Atmosphäre, indische Atmosphäre reinzubringen, würden wir gerne euch eine Textstelle des Buches lesen, erstmal auf Deutsch und dann die Übersetzung auf Französisch, und die Übersetzung haben wir uns selber gemacht. Auf seiner Terrasse im Norden hatte Musa zum Nachtmahl geladen. Dort saß er unter dem Sternenhimmel auf dem wohl einzigen Kissen von Garapuri, das ihm zusteht, wie er sagt, weil er ein Greis war, und zeigt auf die Kassiopeia. Er hatte den ganzen Tag verschlafen. Danach hatte Malik Wildgeflügel serviert, das so hervorragend schmeckt, dass er bestaunt und gelobt worden war. Nun war er davon gerannt, um nach Schiffen zu spähen und Feuer an allen Stränden zu entzünden. Vor nächtlicher Einsamkeit schien er sich nicht mehr zu fürchten. Bist du wütend, Kapitän? Fragt Musa. Nein, fauchte Nibua. Zeig mir alle Sterne, aus denen Kassiopeia besteht. Ich sehe nicht alle Sterne der Kassiopeia mit meinem nackten Auge. Ihr werdet blind von euren ständigen Linsen. Zeig mir die, die du siehst. 45 Kas, 37 Kas, 27 Kas, 18 Kas, 11 Kas, 7 Kas, schnurrte Nibua grimmig herunter. Oh, die Flimstin-Nummer. Kennst du Meister Flimstin von einem Gesicht? Seid ihr befreundet? Flimstin ist schon lange tot. Bedeutlich, sagt Musa. Zeig mir, wie du Kassiopeia siehst. Wo fängt sie an und wo ist sie zu Ende? 45 der Rocksaum, 37 das Knie, 18 und 11 die Schulter. So klein, seufzt Musa. Ihr seht das ganz Weitbild in den paar Sternen. Wir sehen dort nur ihre bemalten Hand. Und wo ist der Rest? Ihre Hellbogen ist Flimstin 33 per se. Musa breitete die Arme aus. Ihr Kopf ist im Torus. Die Dame mit der bemalten Hand umspann den halben Himmel. Die griechische Kassiopeia, das lateinische 5-5, sind ihre gespreizten Finger. Sie spreizt sie, um sie besser anmalen zu können. Nibua blickt die Sterne an. Er spreizte die Finger der Rechten und blickt auch an diese an. Und dann Meister Musa. Seine Gereiztheit schien verflogen. Etwas wie Kummer schlich sich in seine Miene. Er ballte die Hände zu Fäusten und öffnete sie wieder. Dann formulierte er mit Sorgfalt. Wir glotzen alle in denselben Himmel und sehen verschiedene Bilder. Glotzen ist kein schönes Wort, ruft Musa. Ich meine glotzen. Ich meine hilflos, blöd und hoffnungslos schauen. Ich meine Affen des Mundes zum Markte tragen. Wir glotzen nach oben und erfinden große Gestalten und hängen sie in den Himmel. Ich eine Frau und du eine Hand und weiß, was ich, was andere sehen. Und dann gibt es Streit. Es ist zum Erbarmen. Musa l'avait invité à dîner sur sa terrasse dans le nord de Mumbai. Il était assis là, sous un ciel étoilé, sur probablement le seul coussin de Garapuri qui lui revenait, disait-il, parce qu'il était vieux et montra Cassiopée. Il avait dormi toute la journée. Puis, Malik avait servi du gibier à plumes qui avait été un tel délice qu'on l'avait admiré et félicité. Il était maintenant parti guetter les bateaux et allumer un feu sur toutes les plages. Il semblait ne plus craindre la solitude de la nuit. « Es-tu en colère, capitaine ?» demanda Moussa. « Non. » grogna Nibua. Montre-moi toutes les étoiles qui composent Cassiopée. Je ne vois pas toutes les étoiles de Cassiopée à l'œil nu. Vous devenez aveugle à force d'utiliser en permanence vos lentilles de longue vue. Montre-moi celles que tu vois. 45 Cas, 37 Cas, 27 Cas, 18 Cas, 11 Cas, 7 Cas, ronronna sinistrement Nibua. Oh, les numéros de Flamsteed. Connais-tu Maître Flamsteed personnellement? Êtes-vous ami? Flamsteed est mort depuis longtemps. C'est regrettable, dit Musa. Montre-moi comment tu vois Cassiopée. Où commence-t-elle et où se termine-t-elle?
45, l'ourlette sa jupe. 37, son genou. 18 et 11, ses épaules. Aussi petite, soupira Moussa. Vous voyez cette bonne femme tout entière dans quelques étoiles? On ne voit là que sa main teintée. Et où est le reste de son corps? Son coude est dans l'alignement du 33e de percée. Moussa ouvra grand les bras. Sa tête est en taureau. La dame à la main teintée étreint la moitié du ciel. Ses doigts écartés sont cassiopés. La grecque, la lettre W. Elle les écarte afin de mieux pouvoir les peindre. Nibour observait les étoiles. Il écarta les doigts de sa main droite, le regarda aussi, puis Maître Moussa. Son irritation sembla s'être dissipée. Quelque chose comme du chagrin s'insinua dans son visage. Il serra les poings et recouvrit les mains. Puis il dit avec précaution, « Nous scrutons tous le même ciel et voyons des images différentes. »« Scruter n'est pas un mot approprié, condamna Moussa. » »« Je veux dire scruter. J'entends par là regarder avec un air désemparé, idiot et désespéré. J'entends par là rester bouche bée comme un crétin. Nous regardons vers le haut, imaginons de grandes silhouettes et les suspendons dans le ciel. » Moi une femme et toi une main. Et que sais-je de ce que les autres voient? Et puis on se dispute, c'est pitoyable. Wir haben diese Textstelle ausgewählt, weil er kurz und poetisch ist. Dieser Auszug fasst gut die Beziehung zwischen Carsten Nieburg und Moussa zusammen. Trotz ihren unterschiedlichen Meinungen und Kulturen versammeln sie sich um Astronomie und Wissenschaft. Und so diese Diskussion, dieser Dialog hat den Titel unserer Roman inspiriert. Die Dame mit der bemalten Hand ist ein Teil der Konstellation Cassiopeia. Ja, und wie Lina gesagt hat, Wissenschaft und Astronomie eine große Rolle in diesem Roman spielen. Und daher, vielleicht gibt es am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, um den Text zu verstehen für Nicht-Deutsch-Muttersprachler, da Christine Wunicke viele Fachwörter benutzt. Aber das Buch ist auch, wie Lina gesagt hat, sehr poetisch, da eigentlich er spricht über den Himmel und über die Poesie des Himmels und auch man ist in dieser Reise, in dieser Welt, orientalischen Welt, an dieser Zeit des 18. Jahrhunderts reingebracht und eigentlich wir hören viel wenig, sehr wenig über diese Welt an dieser Epoche, da diese Epoche konzentriert sich eher auf Europa. Und deswegen ist das Buch auch eigentlich wichtig, dass Wunicke zeigt durch ihr Buch eigentlich das und auch in der Textstelle, die wir ausgewählt haben, es spricht über verschiedene Kulturen, verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Ländern und auch wie Menschen aus diesen Unterschiedlichkeit können sich streiten. Und eigentlich, was sagt auch diese Textstelle und dieses Buch, dass wir sollten eigentlich nicht auf unsere Unterschiedlichkeiten aufpassen, sondern was als Menschen uns zusammenbringen und wo unsere Gemeinsamkeiten stehen eigentlich. Und das macht einfach die Menschen auch noch reicher, besser und dann können wir in einer friedlicheren Welt auch zusammenleben. Wir hoffen, dass diese Buchvorstellung euch gefallen hat und eigentlich auch, dass wir Lust euch gemacht haben, dieses Buch zu lesen. Und nächste Vorstellung ist Streulicht von Deniz Ode. Viel Spaß bei den anderen Videos und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao! Tschüss!